Willkommen zurück. Ich hatte ja jetzt gerade in der letzten Folge in der Mission das eine Sturmgewehr aufgehoben und habe damit genau die Position ersetzt, wo ich mir eigentlich gerade das andere Gewehr neu mitgenommen habe. Deswegen werden wir jetzt erstmal kurz in ein Lager reisen, dann doch wieder die andere Waffe mitnehmen und dann machen wir weiter Mission. Also werden wir das mal, ich würde sagen, wir reisen dahin. Zack, ab geht's. Wechseln dann erstmal zu unserem Sturmgewehr, was wir sowieso dabei haben wollten und nicht was wir hier einfach so in der Mission in der Hand gedrückt bekommen, weil man denkt, man hat keine Waffe mehr dabei. So, ran an den Schrank. Sturmgewehr. Das ausrüsten für das. Zack. So, da sind wir nämlich jetzt wieder so ausgerüstet, wie wir es gern hätten. Na gut, wir brauchen ja gar nicht das Gebäude zu verlassen. Dann reisen wir hier hin. Und von da aus gehen wir Richtung Missionsmarker und gucken mal, was wir Schönes machen dürfen. Wie heißt der? Sam hat ja uns irgendwie gesagt, wir sollen irgendwelche drei Leute killen oder zumindest erstmal einen, der so eine Liste hat. Und dann geht's da weiter. Was ist denn das hier von Puff? So. 180 Meter können wir auch fahren. Komm, hier einsteigen. So, da geht's jetzt hin. Wir dürften jetzt eigentlich überhaupt gar nicht mehr angegriffen werden, solange wir jetzt nicht in ein Lager oder so reinfahren. Weil wir ja jetzt selber Soldat sind. Geht. Töte heimlich, um unbemerkt zu bleiben. Söldner greifen dich nur an, wenn du sie provozierst. Okay. Töte heimlich und unbemerkt. Okay. Sitzt da einer? Achso, nee, das ist ein Toter. Okay, den müssen wir killen. Den müssen wir killen. Also, den nicht, aber den anderen. Da haben wir noch einen. Hier ist auch noch irgendwo einer. Oder hier oben drauf? Ne. Nehmen wir erstmal die Kiste mit. Irgendwie in die Richtung ist noch einer. Hallo? Ist hier drin irgendwie? Haben wir den schon mal? Töte drei VIPs und durchsuche sie nach Hinweisen. Mache ich doch glatt. Was denn da drin? Ach so, na gut. Das macht er jetzt nicht so viel Action. Ich werde jetzt erstmal den Typen nehmen, der hier links außen steht. Nee, wo ist der? Achso, der läuft immer zu seinem Chef hin. Kiste mitnehmen, bam. Okay, wo geht der hin? Der geht jetzt nach oben, oder was? Wenigstens kein Regen. Dann werden wir... Warte, wir rennen mal hier in das Geröll. Wir werden uns mal den hier vorknöpfen. Nicht, dass er sich gleich umdreht hier. Und wann gibt's Takedown? Jetzt gibt's Takedown! Bam! Gute Nacht. So, den lassen wir einfach da. Oh fuck, hier sind ja schon zwei. Okay, dann gehen wir mal weiter von rechts ran. Oh, 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 der macht Stress. Es könnte problematisch werden. Warum verzocke ich bloß immer alles? Mach mal Kiste auf. Ja. Ich hoffe mal, hier kann keiner Alarm schlagen. Okay, okay, die teilen sich auf. Können wir den ausschalten, ohne gesehen zu werden?
hoffe doch. Okay. Einfach schnell genug eingreifen hier in die ganze Sache. So, hast du was für uns? Falschgeld hat er dabei. Und 48 Dollar, nice. Nichts. Nichts, ja. Dachte ich mir schon fast. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir weiter hochgehen, ohne entdeckt zu werden. Der Sand, der da runter rieselt, bedeutet das, dass da jemand langläuft? Okay, ist ein Heavy. Das ist natürlich nicht schön. Der wird mal fix markiert. Aber wir haben ja Heavy Takedowns freigeschaltet. Also normalerweise, wenn wir jetzt kurz warten... Oh fuck, noch einer. Können wir sonst noch jemanden sehen? Nee. Also der eine ist beschäftigt. Ja, der schweißt da irgendwas. Also lassen wir jetzt erstmal den kurz rankommen, messen den dann weg. Natürlich kommt der jetzt zurück, oder? Was lacht denn der sich ab? Lol. Wie ist das mit dem Takedown? Hallo? Achso, warte mal. Wir machen fix. Wir gucken mal nach. Fähigkeiten. Heavy Takedown, da haben wir es doch. Lol. Alter, willst du mich veralbern? Achso, vor dem steht auch noch einer, oder? Lol, was war denn das für ein Mist jetzt? In die Richtung ist noch einer. Ich habe jetzt eigentlich gerade nur so reagiert, weil ich dachte, wir wurden entdeckt. Aber dann wurden wir doch nicht entdeckt und... Ach, verwirrend. Aber... Die oben sind zwar in Aufruhr. Oh fuck, wir ziehen uns mal kurz ein Stück zurück. Oh, wow. Komm, zeig dich hier. What? Ganz entspannt. Irgendwo in die Richtung ist einer. What? Oh fuck, hier ist einer, oder? Nee. Ach man, Alter, ich bin gerade echt ein bisschen hier. Okay. Machen wir das halt mit Action. Hey, ich sehe ihn auf der Karte direkt. Aber der reagiert gar nicht. Wie wär's damit? Okay, den haben wir. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen... Oh, fuck. Jetzt kommt er nicht mehr. Action. Oh, fuck, das wird stressig. Ganz entspannt, Leute. Bam, Headshot. Oh, entspann dich. Überläufer. Na komm, zeigt euch alle. Headshot. Okay, da ist noch ein Chef. Ach, da ist er noch. Oh, heilen. Das war knapp. So, zeigt euch. Ach, da. Lol, war jetzt die Knarre leer oder wieso hat der Ding gewechselt? Ne, war noch nicht leer. Dann verstehe ich es nicht. Ich sehe keinen.
Wir laufen einfach mal weiter, würde ich sagen. Da haben wir ihn. Ja, dann werden sie halt alle abgeknallt. Ich habe mir das nicht so rausgesucht. $50, Alter, was ist das für ein rich motherfucker? Hoffentlich hat der Letzte was dabei. Noch jemand da? Ne, alle schon tot. Alle weggemetzelt. Oh, hier, was liegt hier alles Schönes? Und eine Leiche. Ja gut, die ganzen Leichen einsammeln, das geht mir irgendwie auf Dauer auf den Sack. Kisten ist ja so ganz witzig, aber zu jeder Leiche hinzurennen, ist auf Dauer doch nicht so cool. Nicht die Liste, aber was ist das? Eine Notiz? Da haben wir noch einen. Was ist da? Achso, wir müssen jetzt das Lager verlassen, oder was? Kleber. Erstmal ein bisschen schnüffeln. Was, da war eine Kiste? Da ist eine Kiste. Crazy. Darunter soll ich jetzt. Wieso wechselt denn der manchmal die Waffe? Oder hat. Ah, ne. Das war jetzt wieder mal verpeilt von mir. Wir haben die ganze Zeit die scheiß Knarre in der Hand. So, wir nehmen hier unser Drahtseil. Und verpissen uns erstmal. Oder geht das? Das geht. Woo! Bye bye, Motherfuckers! So, und da sollen wir jetzt hin. Was ist denn da Gegner? Noch sehe ich keinen. So, lauf, lauf, lauf. Was soll mit denn da jetzt überhaupt? Hat er jetzt irgendwas gerade gesagt? Ne, oder? Hallo, ist hier jemand? Erfolg? Wie Erfolg? Achso, das war jetzt nur unser Fluchtpunkt, oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt. Aber nichts. Nichts. War nicht da. Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das rüttelt mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Natürlich. In den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Triff mich an den Drogenfeldern. So, dann gucken wir doch mal, wo das ist. Das ist dort. Ich habe aber eigentlich gerade ganz gut Bock auf eine Mission. Ist hier irgendwo ein Turm? Wir könnten eigentlich mal das hier machen, gehen zu dem Turm und machen dann noch das Lager und damit machen wir die Folge zu Ende. Wobei, nee, ach komm, wir machen hier direkt das, was bei uns in der Nähe ist. Und danach beenden wir die Folge und machen dann morgen mit der Mission weiter. So. Okay, das ist das Lager, was da am direkt am See ist, am See, am Ozean ist. Das ist jetzt nicht so cool. Wobei, wir müssten eigentlich mal da rüber schwimmen, von da aus snipen und da könnt ihr ja überhaupt gar nichts machen. Da könnt ihr ja sogar den Alarm anmachen und könnt trotzdem nicht drauf reagieren. Aber das ist dann, glaube ich, da hat man dann doch nicht so eine gute Einsicht hier rein, oder? Okay, da haben wir einen, da haben wir einen, dahin. What the fuck, Alter? Da sehe ich die von dort aus, wenn ich jetzt hinschwimme. Ach komm, wir probieren das mal. Ich hoffe mal jetzt hier keine Hai-Attacke oder so. Jason, schwimm. Los, 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 los. Gib dir Mühe hier, gib mal ein bisschen Gas. Wo ist die Insel? Da ist die Insel. Go. Ich weiß zwar nicht, ob das dann zählt, wenn ich die von hier aus ausschalte. Aber das werden wir gleich sehen. Ne, wo ist er da also? So. Können wir mal den hier rauslassen. Hä, zählen die Schüsse auf die Entfernung gar nicht mehr oder was? Okay, auf jeden Fall kommt er da nicht raus. LOL.
Zählt das nicht, oder was? Ah, das war vorbei. Scheint nicht zu zählen. Wir probieren mal noch einen von den näheren. Den haben wir. Okay. Den haben wir. Der sitzt in der Ecke. Den haben wir. Ist hier noch irgendeiner am Rennen? Ja, hier sind noch zwei. Kann man da eigentlich durchschießen? Nee, oder? Naja. Also noch haben wir noch genug Munition dabei. Den haben wir. Na toll, die verstecken sich ja die ganze Zeit. Ah, ne, doch nicht. So, wo will er hin? Wo will er hin? Zeigt der sich hier? Ah, oh. Ach, hier, das ist schon eine Unterstützung, oder was? Was ist denn das für eine Kacke? Okay, das wird schwierig. Ne, den treffe ich von hier aus nicht. Ich muss mal ein bisschen bewegen. Was? Der sieht mich, oder was? Mann, ich treffe den von hier aus nicht. Komm raus aus deinem Loch da. Jetzt sehe ich den Kopf. Jetzt haben wir ihn. Was mit ihm hier? Der soll mal rauskommen da. Aber zu dem können wir jetzt eigentlich notfalls hinschwimmen und den dann wegrotzen. Komm mal da raus aus der Ecke. Okay, jetzt bewegt er sich. Nein. Aber jetzt. Oh, der hat mich entdeckt. Und Lager eingenommen? Ja. Wie gut war das denn? Okay. Alles klar. Dann haben wir das Lager jetzt und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann machen wir wieder eine schickende Mission mit dem Sam zusammen in irgendeinem Auftrag, den Hoyt ihm gegeben hat. Also bis morgen, bye bye Leute und ciao.